Die Ebenen deines Bewusstseins liegen frei zugänglich vor dir und können genutzt werden. Diese Energie hüllt uns alle ein und sie hat die Kraft, unsere Gedanken, unsere Gefühle und inneren Bilder Wirklichkeit werden zu lassen, wenn wir dies möchten. Jetzt sage ganz leise in Gedanken zu dir selbst und fühle, wenn du möchtest: Mein Bewusstsein, das Feld meiner Wahrnehmung, kann sich weit über die Grenzen meines Körpers hinaus ausdehnen und die wirkenden Kräfte dieser Wirklichkeit wahrnehmen. In diesem Feld meines ausgedehnten Bewusstseins kann ich auch die Wirkungskräfte spüren, die in meinem Wesen verankert sind, die ich mitgebracht habe in dieses Leben, um sie zum Ausdruck zu bringen und zu manifestieren, als Lebenserfahrung in allen Bereichen. Ich kann die Wirkungskräfte meines Wesens spüren und ich kann die Wirkungskräfte hinter der äußeren Form wahrnehmen, hinter Farben, Strukturen, Proportionen, Rhythmen, Formen, Materialien, Klängen, Düften. Jetzt dehne dein Wahrnehmungsfeld aus. Lasse es groß werden und immer größer. Und dann, tief in deinem Innern, formuliere die Bitte und die Sehnsucht, die Wirkungskräfte deines Wesens als innere Stimme, als Stimme des Gewissens hören und spüren zu wollen. Spüre tief in dich hinein und fühle den Wunsch: Ich will dich hören. Dich, die Stimme meines Wesens. Ich möchte dich finden. Das Wissen um mein Wesen, die Stimme meines Gewissens. Wer bin ich in diesem Leben? Was will ich? Und wohin will ich? Auf welche Weise will ich dorthin? Und jetzt sei ganz still und lausche. Die Stimme deines Gewissens spricht zu dir. Hör ihr zu. Wie bin ich? Höre, wie die Stimme deines Gewissens erzählt. Wie bin ich? Und dann frage die Stimme deines Gewissens: Was möchte ich erleben in diesem Leben? Welche Inhalte sollen mein Leben erfüllen? Und dann frage deine Stimme: Wie will ich durch dieses Leben gehen? Welche Gefühle sollen mich begleiten? Welche Stimmungen? Und jetzt beobachte,
ob diese Stimme für dich die Gestalt eines Symbols annimmt, das zu dir spricht. Nimm diese Stimme in dein Herz auf. Spüre, wie sie sich niederlässt im Bereich deines Herzens, wo sie jederzeit erreichbar ist. Und dann sage dieser Stimme, dass du dir wünschst, sie möge zu dir sprechen, wenn du sie rufst und wann immer es notwendig ist. Dass sie dich lehrt, dich führt, dich in Kontakt bringt mit den Wirkungskräften im Außen, die dir hilft, klarer zu sehen und zu spüren. Menschen, die in dein Leben treten, Umstände, Inhalte, die du liest oder hörst. Bitte sie, dass sie dich immer begleitet und dich spüren lässt, wann immer du Dinge tust, denkst und vor allem fühlst, die nicht zu deinem Wesen passen, die unwesentlich sind. Such diese Stimme täglich, auch wenn es nur kurz ist, vielleicht beim Aufwachen und beim Einschlafen. Rede mit ihr, spüre sie, höre sie und nimm sie wahr in deiner Umwelt, in deinen Beziehungen und Kontakten, in welcher Gestalt auch immer sie dir begegnen mag. Jetzt atme langsam tief ein und aus. Und dann frage diese Stimme, was wichtig ist für dich heute, genau jetzt, für diesen Tag. Dann atme langsam tief ein und aus. Tief ein und aus. Und nun öffne langsam die Augen.